Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Robzilla TV. Ihr seht schon und hört es vielleicht schon, heute andere Location. Ich bin dieses Wochenende auf einem Kurztrip nach Bangkok, befinde mich gerade hier im Tuk-Tuk. Das sind die alten traditionellen Taxis in der schönen Stadt Bangkok. Heute in meinem Video soll es darum gehen, heute Nacht ist das große Event, das ehemalige Universum Boxen Event, aber dieses Mal in Hamburg neu ausgetragen. Die Gegner wurden auch neu ausgewürfelt, sage ich jetzt mal so salopp. Und ich weiß natürlich, wieso ihr auf meinen Kanal kommt. Hier wird die Wahrheit gesprochen, hier werden die kleinen schmutzigen Geheimnisse des Boxbusiness und des Internet aufgedeckt. Wir reden hier Klartext ohne Blatt vor dem Mund. Natürlich habe ich heute auch ein paar Informationen für euch, ein paar Hintergrundinformationen. Wir sind jetzt auf dem Weg in meine Location, wo ich das Video aufnehmen werde. Ich zeige euch hier nochmal ein paar Impressionen aus Bangkok und wir sehen uns gleich wieder in dem Video. Bis dann! Ja Leute, mein Taxifahrer dreht hier eine extra Runde mit mir. Der will sich wohl ein paar Baht mehr verdienen. Aber ich gönne das dem guten Mann. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Sieht so aus, als macht er das schon ziemlich lange. Dafür haben wir noch eine schöne Rundfahrt durch Bangkok. Aber ja. So Leute, ich bin endlich angekommen. Ich habe leider einen Teil von meinem Mikrofon verloren. Aber wir geben jetzt erstmal unserem guten Taxifahrer hier ein bisschen Geld und natürlich auch ein bisschen Trinkgeld. Der ist fast blind. Okay. Sam Leubert. Okay, okay. Hier, hier. Okay. Hier, hier, hier. Möbelei gehabt, Möbelei. Ja Leute, es geht nicht allen Leuten gut und mit kleinen Sachen kann man denen Freude machen. Jetzt ein kleines Getränk hier für den Taxifahrer, der ist fast blind, unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie der Taxi fährt. Der hat auf jeden Fall, ich habe ihm mein Handy vor seine Augen gehalten, um ihm zu zeigen, wo ich hin muss. Und er konnte das einfach nicht sehen. Und jetzt habe ich ihm nochmal in die Augen geguckt, bevor ich ausgestiegen bin. Und also die sind halt so weiß, so milchig, also der ist eigentlich fast blind, würde ich sagen. Auch solche Sachen gibt es halt auf der Welt und natürlich hier in Bangkok, das ist eine andere Welt. Ja Leute, Schweizer Preise in einem Café hier in Bangkok, aber bei dieser Aussicht kann man das auch mal sich gönnen. Also schaut euch das bitte mal an, wunderschön. Und es geht noch weiter nach oben. Skyline hinter mir. Wunderschön. Hallo Leute, ja, wir sind jetzt endlich angekommen. Ihr könnt das sehen im Hintergrund, die wunderschöne Skyline von Bangkok. Also der Trip hat sich auf jeden Fall hierher gelohnt. Jetzt kommen wir zum Video. Ich möchte mit euch kurz die Gegner beleuchten von der heutigen Boxnacht. Wie ihr ja wisst, die Boxnacht wird jetzt in Hamburg stattfinden. Die Leute haben alle neue Gegner bekommen. Für mich sieht das ein bisschen so aus, als ob eine Bauarbeiterfirma aus Serbien kurz nach Deutschland gekommen ist und jetzt auf dem Heimweg noch schnell 500 Euro mitnimmt, um sich in der ersten Runde auf den Boden zu legen. Das klingt jetzt natürlich hart, aber ihr wisst ja, wie das bei Robzilla TV ist. Ich nehme hier kein Blatt vor den Mund und den Leuten, denen das Ganze nicht passt, die können auch gern wieder abfahren. So, hier auf dem Kanal schauen wir mal ein bisschen diese Sachen an, die die anderen nicht benennen wollen. Ja Leute, im Boxen gibt es die sogenannten Journeymen. Journeyman bedeutet Aufbaugegner. Umgangssprachlich würde man auch Fallobst sagen. So genau will das natürlich niemand aussprechen, weder No Time MMA noch Universum Boxen, was ja einigermaßen das gleiche Pferd ist. Also, aber hier bei Robzilla TV beleuchten wir mal diese ganze Sache.
Im Großen und Ganzen ist das ja gar kein Geheimnis, dass das Aufbaugegner sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch für Kevin Volter und Sinan G kein zu schlechtes Bild hier abzeichnen. Das sind beides keine Profiboxer, beides keine Profiathleten. Und um ehrlich zu sein, nimmt hier von allen Kevin Volter noch das größte Risiko. Ja, tut mir leid, Kevin Volter. Kevin Volter, nicht Wolters. Ja, er nimmt hier das größte Risiko. Wir steigen auch mal direkt mit ihm ein. Also, sein Gegner ist Drazan Janini. Ein Schwergewicht, ob der jetzt aus Serbien oder Bosnien, nein, tut mir leid, ja, aus Bosnien und Herzegowina kommt er. So, ich blende euch hier schnell das Bild ein. Ihr könnt sehen, 22 Siege, 39 Niederlagen. So, jetzt schauen wir uns aber mal kurz an. Es ist immer sehr vielsagend, gegen wen haben diese Leute verloren, gegen wen haben sie gewonnen. Dass dieser Giannini ein Journeyman ist, ist ja auch kein Geheimnis. Er ist ein sehr bekannter Journeyman, der immer wieder gerne nach Deutschland eingeladen wird, um hier gegen aufstrebende Boxer zu kämpfen, weil man natürlich weiß, man geht da kein großes Risiko ein. Das ist ein sehr einfacher Kampf. Und wenn wir uns mal bei der Waage diesen Drazan anschauen, dann können wir auch sehen, das ist kein austrainierter Athlet. Auch für einen Heavyweight sieht er immer noch sehr unsportlich aus. Aber auch der Drazan hat bereits, wie gesagt, 22 Kämpfe gewonnen. Jetzt schauen wir uns aber mal kurz die Statistik an. Also hier können wir sehen, in 61 Profi-Boxkämpfen hat er bereits die letzten 7 Kämpfe verloren. Dabei waren Gegner 1:0, 7:1, 4:0, 1:0, 26:9 etc. Ja Leute, ich musste hier kurz die Location wechseln, einfach weil meine Geräte in der Sonne überhitzen. Wie gesagt, ich bin hier auf dem Dach von einem wunderschönen Café in Bangkok. Die Sonne knallt hier runter, darum musste ich mich kurz in den Schatten verziehen. Wir waren stehen geblieben bei Kevin Volter und seinem Gegner. Wie gesagt, 61 Profikämpfe immerhin, 39 Niederlagen, 22 Siege. Die Siege kommen aber vor allem gegen andere Journeymen, gegen Leute, die hier ihr Debüt gemacht haben, gegen Leute, die 1:1 standen, gegen einen hier, der 1:14 stand, einer, der 0:14 stand. Also wir können hier sehen, welches Muster sich abzeichnet. Aber wir müssen auch wirklich sagen, Kevin Volter geht von allen das größte Risiko ein. Sein allererster Profi-Boxkampf, er hatte vorher mit Boxen nichts am Hut und stellt sich hier immerhin einem Gegner, der mit 61 Profikämpfen an diesen Kampf kommen wird. Ich denke, Kevin Volter beweist hier, dass er von allen, würde ich sagen, die dicksten Eier hat. Als Bodybuilder sich hier einem Profikämpfer zu stellen, immerhin. Also es ist immer noch ein Journeyman, aber 61 Profikämpfe, wie gesagt. Das ist wirklich schon bemerkenswert, das muss man ihm geben, eindeutig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es zeichnet sich hier so ein kleines Bild ab, das Universum Boxen hier einer serbischen Gipserfirma nochmal die Chance gibt, ein bisschen Trinkgeld auf dem Weg nach Hause abzuholen. Das Ganze, glaube ich, von Drazan Janini, ob das 500 oder 1000 Euro sein wird, wird zur Hälfte in Cebapcici, zur Hälfte wahrscheinlich in Marlboro Rot investiert werden. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, Kevin Volter, meinen Respekt. So, wir kommen zu meinem absoluten Lieblingskämpfer, Mo Abdallah. Mo Abdallah, muss ich jetzt einfach noch einmal sagen, auf der Waage, das sieht schon echt verdächtig aus. Die Form, in der er da kommt, wenn man mal vergleicht, wie sah er vorher aus, wenn man in den Raum wirft, dass er diesen Dopingtest nicht machen wollte. Er hätte hier die Chance gehabt, gegen Senad Gashi wirklich einen Prestige-Fight hinzulegen. Einen Fight, der so viel Aufmerksamkeit gezogen hätte. Hätte er einfach einen sauberen Test vorgelegt. Ich will hier keine Unterstellungen machen. Ich sage einfach, stellt euch diese Fragen, bleibt kritisch. Glaubt nicht dem ganzen Geschwafel vom Mainstream, den ganzen Leuten, die sich nicht trauen, solche Wahrheiten auszusprechen, die sich nicht trauen, solche Fragen in den Raum zu werfen. Hier bei Robzilla TV, wisst ihr Bescheid, wird sich solchen Fragen gestellt. Mit einem kritischen Auge gucken wir hier auf diese Situationen. Jetzt, der Gegner, Miloš Veličić, steht 2:3. 2 Siege und 3 Niederlagen. Wobei man sagen muss, hier kann man das sehen, in den letzten 3 Kämpfen steht er geschlagen. 3-mal am Stück, einmal gegen einen 2:0, 15:1 und 4:0 Gegner. Die beiden Siege kommen gegen einen Gegner 0:4
und einen anderen Gegner, der sein Debüt gegeben hat. Ja, wenn man sich den Channel vom No Time MMA anschaut, kann man da hören, ah ja, hier gegen Murat Aliyev über die Distanz gekämpft. Da wird einfach versucht, noch ein bisschen den Nervenkitzel zu erhöhen, um hier die Illusion zu zeichnen, dass das ein spannender Kampf werden kann. Aber ich glaube, wir wissen da alle Bescheid. Das ist ein Gegner, der wurde eingeladen, um sich hier in der ersten, zweiten Runde auf den Bauch oder den Rücken zu legen. Interessant auch, schaut man sich die Bilder von der Waage an, könnte man meinen, in der Hosentasche von Milos befindet sich hier noch eine Zigarettenschachtel. Schaut da mal genau hin. Ich will aber hier niemandem etwas unterstellen. Das ist wahrscheinlich ein ganz sauberer Profikämpfer, der jeden Tag trainiert, sieht man auch an der Statur. Aber ich denke, von allen Kämpfern, die wir jetzt in der letzten Zeit auf meinem Kanal beleuchtet haben, geht Mo Abdallah das wenigste Risiko ein und ist aber der Kämpfer mit der meisten Erfahrung. Er hat bei Glory gekämpft, er hat bereits Boxen gekämpft und er hat in seinen Kickbox-Kämpfen wirklich auch gezeigt, dass in ihm sportliches Talent steckt. Das muss man einfach so mal sagen. Und sich dann jetzt hier einen Gegner zu stellen mit 2-3, ja, ich denke auch, das muss man fairerweise sagen, ich glaube nicht, dass Mo Abdallah so viel Mitspracherecht dort hat. Genau weiß ich das nicht. Natürlich will Universum Boxen hier eine Show liefern, wo die Helden von den Fans gewinnen. Und zwar das Ganze möglichst spektakulär. Und ich glaube, bei so einem Milos steht die Chance groß, dass Mo Abdallah eine schöne 1-2-Kombination landet und ihn runterschickt. So, jetzt. Der Hauptkampf vom heutigen Abend wird Sinanji. Sinanji wird antreten gegen Juan Carlos Rodriguez. Jetzt habe ich mich natürlich in die Weiten des Internets begeben. Juan Carlos Rodriguez, man kann auf der Webseite BoxRec, dem offiziellen Box-Record-Verzeichnis, sehen. Juan Carlos Rodriguez steht entweder 0-1 oder es könnte allerdings auch ein anderer Kämpfer sein, der steht 17-3. Es könnte sich hier aber auch um diesen Juan Carlos handeln. Ganz wissen wir das jetzt noch nicht. Aber was dafür spricht, ist, dieser Juan Carlos hat immer noch eine laufende Profikarriere, während der andere seine Karriere bereits 2010 beendet hat. Um jetzt kurz hier diese Gegner zu beleuchten. Sinanji ist kein Profiathlet, das müssen wir einfach fairerweise sagen. Er stellt sich hier einem anderen Journeyman, aber in der Mainstream-Presse, in den Medien, auf den Hip-Hop-Webseiten beschrieben wird als der Profi-Boxer aus Venezuela. Und Leute, da müssen wir einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Es handelt sich hier um einen Journeyman, es handelt sich hier um einen Kämpfer, der kommt, um sein Geld abzuholen. Nichtsdestotrotz gebührt Sinanji hier Respekt. Er geht in diesen Kampf unerfahren, kein professioneller Athlet und mit einer Kreuzbandverletzung. Leute, das ist eine der schlimmsten Verletzungen, die es gibt. Ich hatte auch bereits 2 Kreuzbandrisse, eine Rehruptur. Das ist wirklich nichts Angenehmes. Mit so einer Verletzung in einen Boxkampf zu gehen, Hut ab, Sinanji, wirklich Journeyman hin oder her. Das ist hier wirklich bemerkenswert. Man muss natürlich auch sagen, er hat da nicht viel zu verlieren, auch wenn er den Kampf verlieren sollte. Er wird der Held sein vom heutigen Abend. Einfach, er bringt die Fans dorthin, er kommt mit einer Verletzung, er bringt den Fighter Spirit. Das kann man eindeutig sagen, Sinanji bringt den Fighter Spirit. Er wird hier Stimmung in die Halle bringen. Auch beim Wiegen bereits sieht man, er ist richtig motiviert. Und an diesem Abend wird die Motivation, die Erfahrung übertrumpfen. Sinanji, Kevin Wolter, Mo Abdallah gehen mit einer ganz anderen Motivation, mit einem ganz anderen Biss in diese Kämpfe. Sie sind die Lokalmatadoren, sie sind die Stars des Abends. Sie müssen dort abliefern, während diese anderen wahrscheinlich eher kommen, um sich ihr Geld abzuholen und wieder nach Hause zu fahren. Wir müssen hier auf dem Kanal, wie gesagt, kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich weiß, wieso ihr hierher kommt. Hier gibt es keine Augenwischerei. Hier gibt es kein Honig um den Mund schmieren. Aber wir müssen trotzdem fair bleiben. Ich denke, Kevin Wolter und Sinanji gehen hier wirklich auch ein Risiko ein. Sind faire Sportsmänner, muss ich auch sagen. Bei Mo Abdallah
bin ich mir da nicht ganz so sicher. Wie gesagt, ich hätte mir erwartet, dass er von allen den stärksten Gegner bekommt. Einfach von seinem Namen, den er sich bereits im Kampfsport gemacht hat. Aber von allen Gegnern hier, meiner Meinung nach, nimmt er das geringste Risiko. Und das wirft in meinen Augen ein bisschen ein schlechtes Licht auf Mo Abdallah. Nichtsdestotrotz, mich würde interessieren, was haltet ihr von diesen Konstellationen? Wen supportet ihr heute Nacht? Schaut ihr euch das überhaupt an? Ist das interessant für euch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bitte Leute, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Teilt das Video, liked das Video. Und bitte vergesst nicht, am 8. Juli werde ich in Ekaterinburg meinen nächsten MMA-Kampf bestreiten. Ihr könnt mich gerne supporten, indem ihr bei mir im Shop ein T-Shirt, eine Jacke, Pullover, es gibt sogar Kaffeetassen und Kochschürzen. Ihr könnt euren Support zu mir zeigen, indem ihr euch einen von meinen Fanartikeln kauft. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier bei Robzilla TV. Macht's gut und bis dann. Peace.